Domian, das 1 Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live 0800 220 5050. Ja, Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Sitzt hier mein Kopfhörer nicht richtig. Schön, dass ihr da seid. Unser Thema heute Nacht heißt die größte Lüge zwischen mir und meinem Partner. Und genau darüber möchte ich natürlich gerne mit euch reden. Gibt es zwischen eurem Partner und euch eine ganz große, eine ganz dicke Lüge, ein großes Geheimnis, das euch sehr zu schaffen macht, das ihr vielleicht schon sehr lange mit euch herumtragt und ihr Sorge habt, dass diese Lüge irgendwann mal auffliegt und es die schlimmsten Konsequenzen haben könnte, wie auch immer. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über dieses Thema, die größte Lüge zwischen mir und meinem Partner, dann ruft an, Telefonnummer wie immer 0800 220 5050 oder E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht, 29 Jahre ist sie alt und sie heißt Nathalie. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, ich bin so aufgeregt. Macht nichts, kriegen wir schon hin jetzt. Also ich trage eine ganz große Lüge mit mir rum. Und zwar zwischen meiner Mutter und mir. Meine Mutter ist schwer krank. Ja. Wie alt ist deine Mutter? 47. Ja. Wie schwer krank ist sie? Sie hat eine multiple Sklerose, aber ziemlich schlimm. Nathalie, eine Bitte. Machst du den Radio oder das Fernsehgerät ganz leise? Ja, jetzt. Ja. Also sehr schwer krank, 47 Jahre alt, die Mutter. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also im Februar 2000 haben ihr Lebensgefährte und meine Mutter an einem Preisausschreiben teilgenommen und haben eine Reise gewonnen. Jetzt ist meine Mutter zwischenzeitlich so krank geworden, dass sie die Reise nicht antreten konnte. Ja. So, meine Mutter hat mich dann darum gebeten, um die Reise nicht verfallen zu lassen, dass ich das dann mit ihrem Lebenspartner zusammen mache. Ja. Ja. Wie alt ist der Lebenspartner? 40. Ja. Wie lange sind die beiden schon zusammen, deine Mutter und der Freund? Seit 96. Dann seid ihr beiden, dann bist du und der Stiefvater in Anführungszeichen auf die Reise gegangen. Ja, genau. Und da ist das Malheur passiert. Wir haben zusammen geschlafen, haben uns verliebt. Ich bin schwanger geworden. Du bist schwanger geworden? Ja. 2001 ist mein Sohn geboren. Und deine Mutter denkt, das ist das Kind von? Von einem Freund, den ich hatte. Das hatte schon gekriselt damals. Das war gar nicht mehr so. Aber sie denkt eben halt, das ist dieser Freund. Wohnt ihr alle drei, muss ich ja jetzt sagen? In einem Haus. In einem Haus auch noch. Wir haben ein großes Blumengeschäft, das ich jetzt auch übernommen habe. Das heißt, du bist... Weil die Mutter nicht mehr kann. Ja, das heißt, du bist permanent in dieser Lügensituation. Ja. Ihr spielt ständig Theater, du und der Lebensgefährte von deiner Mutter, der auch dein Lebensgefährte jetzt ist. Ja. Und das Kind... sagt Opa. Opa zu dem Papa. Ja. Und ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll. Ob ich ihr das erzählen soll, ob ich es ihr nicht erzählen soll. Ich kann ihr kaum noch in die Augen schauen. Wie weit ist denn die Krankheit fortgeschritten? Also jetzt ist es zurzeit ganz schlimm. Sie hat in den letzten Monaten Sprachstörungen bekommen, eine schwere Lungenentzündung gehabt, kann nicht mehr selbstständig Wasser lassen. Das klingt sehr schön. Ja, auf der einen Seite ist der Augenmuskel schon defekt. Du sprichst dich auch mit den Ärzten von deiner Mutter? Ja. Gibt es eine Lebensperspektive, die die Ärzte formulieren? Ob es sich nochmal bessern könnte? Oder nee. Das nicht? Wie hoch die Lebenserwartung sein könnte noch? Auch nicht. Hat man denn den Gedanken im Kopf, dass sie eventuell vielleicht sogar bald sterben könnte?
Also so wie es auch, also darüber haben sie noch nicht gesprochen. Mhm. Und ich mag da auch nicht so, mhm. ich habe da auch Angst vor. Ja. Vielleicht sollte man das mal, aber sie haben jetzt in Erwägung gezogen, dass sie in ein Pflegeheim nehmen, ja. weil sie ja auch nichts mehr selbstständig kann. Ja. Ihre Schwester, die pflegt sie jetzt auch immer, wenn ich arbeite. Und wir halten mal fest, dass sie wirklich im Moment oder jetzt schon schwerst erkrankt ist. Ja. Dass sie im Pflegefall eigentlich ist. Und diese Krankheit MS ist ja eine sehr heimtückische Erkrankung, die ja. auch in Schüben verläuft. Ja. Und es ist ganz, ganz klar, dass es keine Besserung mehr gibt, dass ja. sie wieder ein relativ normales Leben führen wird. Das wird nicht der Fall sein. Nee. Mhm. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, weil Was sagt denn dein Freund, ich sag's mal dein Freund dazu? Er sagt immer, wir sollen es ihr nicht sagen. Für ihn ist das ja auch eine ungeheure Situation. Ja. Ja. Das ist schlimm. Das ist so. Warst du denn, ihr habt ja vorher auch schon miteinander gelebt in dem Haus. Ja. Ich hab eine eigene Wohnung gehabt. Na gut, aber du warst sicher öfters mal da und ihr hattet Kontakt miteinander. Ne? Ja, aber nicht so. Ich habe auch weiter weg gewohnt. Ach so. Hat es denn da zwischen dir und ihm vorher auch schon irgendwie Flirtereien gegeben oder hat das wirklich mit diesem Urlaub angefangen? Ja, mit kann dem man Urlaub. So sagen. Mhm. Es war ein guter Freund, wir mhm. haben uns sehr gut verstanden, wir sind auch mal zusammen weggegangen, weil meine Mutter nie so der Typ war. Und aber dass das so sich entwickeln würde, das hätte ich mir nie erträumt. In diesem Urlaub muss doch für dich dann schon aus lauter Angst irgendwie eine Welt zusammengebrochen sein, nachdem das passiert war. Ja, es ist auch. Mhm. Es ist auch. Das, vor allen Dingen, ich habe auch geglaubt, also 93 habe ich geheiratet, im dritten Monat war ich schwanger, habe eine Fehlgeburt gehabt. Mhm. Ende 94 war ich wieder schwanger, da hatte ich eine geplatzte Bauchhöhlenschwangerschaft. Mhm. Und im November 95 ist mein Mann tödlich verunglückt. Durch einen Motorradunfall. Und die Ärzte haben mir immer gesagt, dass es für mich sehr schwer sein wird, nochmal ein Kind zu bekommen. Ja. Das heißt, so. in die ganze Dramatik oder Tragik mischte sich sogar etwas Freude, dass du nun wieder schwanger geworden ja, warst. Ja, genau. Und deshalb konnte ich mich auch nicht dazu entschließen, das Kind wegmachen zu lassen. Aber ich frage es immer wieder in solchen Fällen, wenn ich das höre. Wenn man schon sich auf so ein dünnes Eis begibt, wie ihr es getan habt, warum verhüten ja. dann erwachsene Leute nicht ordentlich ja. miteinander? Ja, die Frage stelle ich mir auch so oft, aber... Wie war das denn? Hattest du die Pille nicht genommen? Nein, oder? Gar nicht. Und es wurden auch keine Gummis genommen? Auch nicht. Ist doch Wahnsinn, ist das ja. Es ist. So, aber nun ist alles, wie es ist. Ja. Weißt du, Nathalie, während deiner Schilderungen gerade über eure Situation und auch was den Gesundheitszustand deiner Mutter betrifft, neige ich wirklich dazu, dir zu raten, dass ihr weiter schweigt. Warum sollst du dieses Unglück deiner Mama noch antun, wo sie schon so schwer krank ist? Warum? Letztendlich doch auch nur, um selbst eine Erleichterung zu bekommen. Und ich finde, das müsstest du ihr nicht antun. Und da müsstest du jetzt tapfer durchgehen. Die Frau ist so schwer krank, sie kommt in ein Pflegeheim. Ja, das ist bloß so schwer, weißt du? Ja. Meine Mutter jeden Tag zu sehen, das Kind zu sehen, mhm. wenn er Opa ruft. Und das ist alles sowas von, ja. von verrückt. Und ja, aber das hast du dir selbst eingebrockt. Ja. Muss man so sagen. Du trägst die Schuld. Ihr tragt die Schuld. Und ja. das jetzt noch abzuwälzen auf die kranke Frau, auf die so kranke Frau? Nein. Ihr müsst diese schlimme Situation der Lüge ertragen. Hm. Und spielt um Gottes Willen der Frau alles weiter so vor wie bisher, um ihr das bisschen Leben, was sie noch hat, noch einigermaßen schön zu machen. Wer weiß, wie lange sie noch lebt. Man muss es ja so klar aussprechen. Ja. Okay. Man muss sich mal da hineinversetzen. Die Frau, deine Mutter ist ja geistig noch völlig klar, ne? Ja. Ja. So, und sie sagt ja auch immer, ich bin so froh, dass ich ihn habe und dass er so zu mir hält. Und mhm.
dann denke ich immer, oh Gott, wenn du wüsstest. Sie wittert überhaupt gar nichts. Nichts. Nein, und nichts. Er ist zu ihr auch nach wie vor sehr korrekt ganz und sehr nett. Lieb und ja. Nein, behaltet es bei, Nathalie, behaltet es bei. Versetz dich mal in die Lage deiner Mama. Die liegt im Pflegeheim, was ja schon ganz schlimm ist, wenn man noch bei klarem Verstand ist. Sie liegt den ganzen Tag in ihrem Bett und macht sich dann diese Gedanken, was da passiert ist. Ich glaube, man beschleunigt ihren Tod dann noch um ein Vielfaches, was diese psychische Belastung wahrscheinlich die Krankheit befördern würde. Mhm. Lügt weiter, finde ich. Tu es für deine Mama. Ja, okay. Möchtest du mit meinem Psychologen noch ein paar Worte reden? Ja. Das ist der Peter heute Nacht. Okay. Du legst auf, wir rufen gleich wieder an. Alles klar. Alles Gute. Jo, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben heute Nacht eine Themennacht. Und das Thema heißt die größte Lüge zwischen mir und meinem Partner. Und ich möchte euch gerne fragen, gibt es sowas? Gibt es ein großes Geheimnis, eine große Lüge zwischen euch und eurem Partner, eurer Frau, eurer Freundin, eurem Mann, eurem Freund? Eine Sache, die euch sehr belastet, so wie wir es gerade gehört haben von Nathalie, die ihr lange mit euch rumtragt und ihr irgendwie überhaupt nicht wisst, wie ihr damit umgehen sollt, dass ihr vielleicht in einer Sackgasse seid, in einem Dilemma, was ihr auch tut, es ist falsch. Wenn ihr gerne darüber erzählen wollt, dann ruft an. Telefonnummer 0800 220 50 50. Und hier ist Karin und Karin ist 53 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jürgen, hallo, ich grüße dich. Ich sehe dich da. Ich habe da ein bisschen, also praktisch drei Lügen, muss man sagen. Mhm. Ich bin eigentlich transsexuell und vor allen Dingen, ich bin total verkrebst. Man hat das festgestellt bei meiner OP am 31.07. dieses Jahres. Also du bist in diesem Jahr erst, man sagt es immer so salopp, umoperiert worden. Geschlechtsangeglichen. Ja, so da lege ich sehr viel Wert drauf. Genau, ich sag's nur mal so, wie es in der Umgangssprache ist. Ja, also, natürlich, ich verstehe das. Es ist, also das Geschlecht, du warst früher ein Mann. Ich war früher ein Mann, ich bin jetzt Frau. Das ist so. Und jetzt habe ich aber da wirklich drei Probleme. Und das ist in diesem Jahr geschehen, die Operation? Ja, am 31.07. in Frankfurt. Ja. Und jetzt habe ich aber dann so ein Problem. Also da hat man festgestellt, also dass ich sage es jetzt wirklich mal ganz salopp, ich bin total verräuchert. Also ich bin total verkrebst. Das hat man während der Operation festgestellt? Ja, ja. Und nicht also, vorher, es werden noch nein, viele Voruntersuchungen erst gemacht. Nein, während der OP. Wenn man zu mir gesagt hätte, Sie haben Lungenkrebs, dann hätte ich das ja noch verstehen können. Ich haue ja am Tag so 100 bis 150 Kippen weg. Mhm. Jetzt habe ich natürlich das Problem, ich habe einen 23-jährigen Sohn und eine dreijährige Tochter. Erzähl mal erstmal weiter über die Erkrankung. Du sagst, wenn ich Lungenkrebs hätte, könnte ich es noch verstehen. Was für einen Krebs hast du? Ich habe einen totalen Unterleibskrebs. Unterleibskrebs, das muss ich nochmal fragen. Vor jeder kleinen Operation muss man sich durchchecken lassen. Ja, Untersuchungen, alles Mögliche. Ich wurde ja durchgecheckt. So, das hat man vorher nicht erkannt. Ich wurde zwar auf Lunge durchgecheckt, aber auf dem Unterleib, das hat niemand gemerkt. Ja, man macht da Blutanalysen. Es hat niemand gemerkt. Das ist ja erstaunlich. Und dann gab es diese sehr schwere Operation. Ich habe Blutwerte, also ich habe Blut- und Leberwerte. Da wäre jeder Staatsanwalt froh, wenn er solche hätte. So, jetzt ist wie weit ist die Krankheit fortgeschritten? Ich habe noch 2 bis 3 Jahre. So knallhart haben Sie es dir gesagt? Ich habe darauf bestanden. Mhm. Ich hatte mich mit dem Professor dermaßen knallhart in die Haare. Ich habe gesagt, hören Sie mal zu, entweder Sie sagen mir jetzt die Wahrheit oder ich stehe hier auf und dann geht's aber richtig rund. Und dann hat er mir die Wahrheit gesagt. Ist denn die Geschlechtsangleichung, so wie du es richtig ausdrückst, ist die denn dann noch korrekt vollzogen worden? Ging das also, noch? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht besser aus wie das Original. Mhm. Aber dadurch, dass ich eine Lesbe bin, ja. Das ist also wirklich ein Kuriosum. Ich bin Vater und Mutter gleichzeitig. Mhm. Eins nach dem anderen.
Es konnte also während dieser Operation auch nicht Tumorgewebe mehr entfernt werden, oder es hätte gar nicht mehr genutzt? Nein, konnte nichts mehr, Ja. Also man hat es nur noch pro forma dahin gezogen und so weiter. Also mich wundert, dass die Operation dann überhaupt noch zu Ende geführt worden ist. Was wollten Sie denn machen? Ja, ich frage nur, ich bin irritiert. Was wollten Sie denn machen? Bist du in einer Beziehung? Ich lebe mit der biologischen Mutter meiner Tochter zusammen. Ach, also das ist jetzt ganz kompliziert. Ja. Also mit deiner quasi deiner ehemaligen Ehefrau? Nein. Von meiner ehemaligen Lebensgefährtin oder Ehefrau bin ich ja geschieden. Ja. Und bei der lebt mein 23-jähriger Sohn. Ja. Und ich lebe jetzt mit meiner Lebensgefährtin zusammen. Mit der du... Und daraus haben wir eine kleine 3-jährige Tochter. Ich verstehe. Also das ist schon ein bisschen ein Kuriosum. Das ist wirklich ein Kuriosum. Wie man eine Geschichte Vater in der Geschichte gleichzeitig sein kann. Ja. Weiß deine Lebensgefährtin von der Krebserkrankung? Nein, sie weiß nichts. Deshalb auch der Anruf zu unserem Thema. Ich habe das alles verheimlicht. Also ich habe in allen Ecken und Möglichkeiten habe ich irgendwo meine Medikamente gebunkert und ich habe dann immer so ein Pillendöschen dabei. Wo ich da so ein paar Pillen drin habe und wenn dann mal gefragt wird, was hast du denn da wieder drin? Ja, das ist für den Kreislauf und das ist für den Magen. Warum sagst du es also, nicht? Warum sagst du es ja nicht? Ich habe Verlustängste. Du hast Angst, dass sie dich verlässt, wenn ich ihr sage, dass ich da so total am Ende bin, dass ich dann nachher wirklich alleine hänge. Worin begründen sich diese Verlustängste? Das hängt an sich damit zusammen, weil ich weiß, dass sie schon etliche Male fremdgegangen ist. Dass die Kleine von mir ist, das weiß ich ganz genau. Mhm. Weil wir haben bei uns in der Familie... Aber lass mich fragen, auch wenn sie fremdgegangen ist, ist das ja eine ganz andere Ebene, wenn der Partner schwerst krank ist, ihn zu verlassen. Ich weiß aber, dass sie dauernd, vor der OP etliche Mal fremdgegangen ist, das wusste ich. Gut, aber Fremdgehen ist ein anderes Thema, als jemanden Todkranken zu verlassen. Die würde es machen. Die würde es machen, da bist du sicher? Da bin ich aber 100%. Du bist 100% sicher, dass deine Freundin, die dich liebt, dich verlassen würde, wenn sie erfahren würde, dass du krebskrank bist? Die Frau liebt mich nicht. Warum bist du mit ihr zusammen? Die hat sich nur irgendwo ins gemachte Nest gesetzt. Aha, dann sprichst du aber nicht besonders gut über deine Partnerin. Ich habe es einige Mal erlebt, als ich wirklich ganz mies da gehangen habe, wo ich sie wirklich gebraucht habe, da hat sie mich hängen lassen. Mhm. Ich will zwischendurch mal eben fragen, auch die Kinder wissen auch nichts, das weiß niemand etwas von der Krebserkrankung. Nein. Du trägst das alles mit dir allein herum. Im Moment schleppe ich es noch mit mir alleine. Wenn du so schlechte Erfahrungen mit dieser Partnerin gemacht hast, warum ist es dann überhaupt zu dieser Partnerschaft gekommen? Weil ich diese Frau wirklich über alles liebe, und ich würde für diese Frau sogar durchs Feuer gehen. Na klasse, die aber für dich nicht. Nein, sie garantiert für mich nicht. Was ist denn das für ein Gefühl? Kann man jemanden so lieben? Ich will es einfach mal so sagen. Beschissen und allein gelassen. Ja. Ich wundere mich, wenn Leute solche Aussagen machen. Ich wundere mich darüber, dass man jemanden so lieben kann, wenn man weiß, dass der andere einen nicht so liebt und dass der einen sogar hängen lassen würde im Ernstfall. Ich würde für diese Frau durchs Feuer gehen. Ja, das habe ich verstanden. Meine Frage war aber, mindert das denn nicht das Liebesgefühl, wenn man weiß, wie der andere drauf ist? Ich kann mit meinen Gefühlen manchmal wirklich nicht mehr umgehen. Das ist ein einziges Gefühlschaos. Ist es eine Abhängigkeit von ihr auch? Ich habe wegen dieser Frau, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wegen dieser Frau habe ich sogar schon Tabletten genommen und habe zweimal an der Strippe gehangen und zweimal haben sie mich abgeschnitten. Nur weil ich diese Frau so geliebt habe und... ich würde nicht sagen, dass das... Und habe gemerkt, dass sie mich belogen und betrogen hat. Karin, ich muss unterbrechen. Ich mag gar nicht das hören, weil ich diese Frau so geliebt habe. Ich sage, ich biete dir eine andere Formulierung an.
Weil ich so abhängig bin von der. Ja, ich bin irgendwo abhängig. Das stimmt, das stimmt. Ich bin abhängig von ihr. Das ist keine Liebe, sowas. Aber trotzdem kann ich dir nicht sagen, dass ich da so in einer Bredouille drin hänge. Ich muss das alles verheimlichen, weil die würde mich glatt hängen lassen. Was wäre denn, nehmen wir mal einen ganz anderen Fall, du sagst es ihr gar nicht, aber du trennst dich von ihr. Ginge das? Alleine würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr durchkommen. Alleine würde ich nicht mehr durchkommen. Ich weiß. Wenn du es ihr sagst, bist du auch alleine, lässt sie dich fallen. Irgendwann wird sie es erfahren. Und dann wird er gesund. Spätestens dann, wenn ich in der Kiste liege. Ja, aber man stirbt ja manchmal, muss man leider sagen, nicht so schnell. Das heißt, da können ja noch lange Phasen kommen, wo sie dich dann alleine lassen wird. Also ich war es eins, wenn es wirklich schlimmer wird. Und ich habe jetzt heute Abend habe ich es auch wieder. Ich habe heute Abend schon mit dem Arzt rumgekämpft. Heute Tag über habe ich mit dem Arzt rumgekämpft, war lauter Schmerzen. Und ich bin jetzt wieder ganz kurz davor, dass ich einen Arzt anrufe, dass sie mich noch in die Klinik bringen heute Nacht. Gott, Karin, es tut mir wirklich so von Herzen leid. Da hast du so eine Tortur hinter dir und diese Operation hast du machen lassen. Mhm. Und dann so etwas. Und dann auch noch zusätzlich in solchen schlechten menschlichen Verhältnissen quasi zu leben. Und weißt du, Jürgen, ich lasse mir das eigentlich nicht anmerken. Nee, du wirkst sehr tough. Ich versuche nach außen hin immer stark zu sein. Ja, ja. Ich kann es aber nicht immer. Du müsstest mich manchmal erleben. Sich hinter mir die Tür schließt, bin ich ein ganz anderer Mensch. Dann setze ich mich da hin und heule wie ein Schlosshund. Da heule ich drei Stunden durch, da läuft bloß noch das Wasser. Ich glaube das. Ich gebe mir Weisheitsdom. Weil ich Angst habe, wenn ich jetzt da irgendwann einen Hebel rummache und kann einfach nicht mehr, dass ich dann absolut allein gelassen werde. Ich gebe mir Weisheitsdom. Wenn ich einen Rat wüsste, wie du jetzt in der Situation noch mit dieser Freundin in Anführungszeichen umgehen solltest. Aber Jürgen, sie hat es ja noch nicht mal für nötig gehalten, als ich die 14 Tage in der Klinik war. Sie hat zwar mal ab und zu, aber wirklich nur ab und zu, hat sie mal angerufen, na, wie geht's dir denn, so richtig lahmarschig, wie eine 10er Valium. Ja, okay, aber du sagst mir trotzdem, ich liebe diese Frau, ich liebe sie. Mhm. Aber wie oft sollte sie dir noch ins Gesicht... Meine Ex-Frau, wo der 23-jährige Sohn rausstammt, die hat jeden Tag bei mir angerufen. Also Karin, ich würde dir einen guten Freund wünschen, der dir hilft. Und ich würde dir wünschen, dass du von diesem Biest, sage ich jetzt mal, wegkämst. Und also ich weiß nur eins, wenn ich sie erwischen würde, wenn sie wieder mal fremd geht, ich wäre imstande, ich wäre zu einem Mord fähig. Ja, so weit soll es nun auch nicht kommen. Ich wäre aber fähig dazu. Ich würde mit einem rostigen Rasiermesser den Hals durchschneiden. Karin, wir müssen jetzt dieses Gespräch abbrechen, weil wir sehr lange schon telefonieren. Ich weiß. Ich sage nochmal, dass andere, mir das wirklich, wirklich andere, Gäste im Hintergrund. Dass mir das wirklich leid tut, in was du da hineingekommen bist. Und ich wünsche dir, dass du von der Frau wegkommst. Ich wünsche dir was. Alles Gute. Und mach deine Sendung weiterhin so. Dankeschön, Karin. Auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss. Ich wink dir jetzt einfach mal. Das ist nett. Tschüss. Es war schön, mit dir zu sprechen. Dankeschön. Tschüss. Unser Thema heißt die größte Lüge zwischen mir und meinem Partner. Und dazu hat angerufen Susanne. Und Susanne ist 23 Jahre alt. Guten Hallo. Morgen. Hallo Susanne. So, jetzt bin ich gespannt, was du mir erzählst. Ja, was habe ich zu erzählen? Nun, es ist so, ich bin seit einer kurzen Zeit mit jemandem zusammen und es ist so, dass ich eine ziemlich große Leidenschaft habe. Das ist halt das Chatten oder das Internet. Also ich bin in verschiedenen Foren drin, wo es halt nicht um normale Sachen geht, sondern ja halt um Sex. Mhm. Also da werden halt gewisse Sachen erzählt, was man gerne hat, was man gerne macht. Und ja, also ich chatte halt sehr viel und mein Partner weiß davon nichts, beziehungsweise ich werde es ihm auch nie erzählen. Aber wie lange bist halt du denn mit dem Partner zusammen schon? Also mit dem ich jetzt zusammen bin, 4 Monate. Also noch nicht so lange. Also eine frische, junge Liebe. Ja, sozusagen. Wo eigentlich alles wunderbar sein könnte. Ja, ist es auch. Aber also, du bist im Sex-Chat.
Ja, das sind nicht so richtige Sex, ja doch, obwohl es sind richtige Sex-Chats, wo man halt erzählt, was man gerne haben möchte oder dass man halt auf der Suche nach irgendwas ist. Und da bin ich halt auch. Geht das so weit, dass es dann auch zu sexuellen Handlungen bei dir kommt, während du chattest? Also masturbierst du, während du chattest? Nein, das nicht. Das nicht? Das nicht, weil ich auf der Arbeit bin. Ach so. Und da ist es leider nicht möglich, aber ich... Aber es erregt dich schon. Es erregt mich schon. Ja. Was sind denn das für sexuelle Praktiken, über die du da redest? Also verschiedene, von wegen, was derjenige dann gerade mit mir machen möchte. Das sind halt erotische Geschichten, auf die man dann eingeht und die man dann halt liest und die einen dann so schon während der Arbeitszeit... Ist mir schon klar, aber was geht's konkret? Geht es um besondere SM-Praktiken beispielsweise? Nein, das nicht. Es geht um richtig, richtig geilen, harten Sex. Geilen, normalen, harten Sex. Ja, genau. Ja. Was der andere mit dem anderen machen würde. Ja, und diesen geilen, normalen, harten Sex hast du mit deinem Partner nicht? Doch, den habe ich schon, aber wie gesagt, wie du schon sagtest, die Liebe ist relativ frisch und relativ am Anfang. Noch haben wir nicht das ausprobiert, was ich vielleicht mit den anderen mir schreibe oder was die anderen mit mir machen würden. Also dafür ist diese Liebe halt noch zu jung. Aber ist es denn nicht gerade besonders spannend am Anfang, dass man sich so kennenlernt und ausprobiert und dass man gar keinen Bock hat auf irgendwelche abgefallenen Sachen, sondern erstmal sich ganz auf die Person zu konzentrieren? Ist das eigentlich nicht normal? Doch, ist es schon, aber wahrscheinlich bin ich in dieser Hinsicht nicht normal, weil ich hatte vorher einen Partner und da gab es diese Chats für mich auch. Da bin ich auch reingegangen, habe mich sogar damals in der damaligen Partnerschaft schon zweimal mit gewissen Leuten aus diesem Chat getroffen. Mhm. Und dazu ist es auch zum Sex gekommen, gar keine Frage. Aber jetzt ist die Liebe zu frisch, also jetzt würde ich das definitiv nicht machen. Also jetzt reicht mir wirklich dieses Schreiben. Wie oft bist du denn im Chat, wie oft machst du das? Also dadurch, dass es halt ein Chat ist, wo ich immer wieder reingucken kann und dadurch, dass ich halt den ganzen Tag Internetzugang habe, gucke ich halt immer wieder mal rein. Also eigentlich täglich. Also es zieht sich so durch den ganzen Tag und läuft parallel neben deiner Arbeit so. Kann man das sagen? Ja, das kann man so sagen. Was arbeitest du denn? Ich bin in der Versicherungsbranche. Achso, also im Büro und machst neben deinem Brot arbeiten und dann ab und zu geht's um irgendwelche abgefahrenen Sexgeschichten. Genau so ist es. Und wenn die Zimmernachbarin wüsste oder der Chef wüsste, was du da machst, wird er wahrscheinlich vom Glauben abfallen, oder? Sicherlich, ja. Ist das eine Sucht? Also mittlerweile glaube ich nicht, dass es normal ist, weil es mich halt immer wieder reizt. Es lässt nach einer Zeit nach, aber dann kommt es halt immer wieder. Und dadurch, dass ich halt schon zweimal jemanden aus dem Chat wirklich getroffen habe. Ist das denn, du hast 4 Monate mit ihm zusammen, mit dem neuen Freund? Geht das denn von Anfang an? Hast du das so durchgezogen? Das hat jetzt wieder ziemlich stark zugenommen, nachdem wir beide ziemlich viel Stress miteinander hatten, habe ich halt wieder angefangen, mich irgendwie meine Fühler woanders auszustrecken und... Was heißt Stress? Also dadurch wahrscheinlich. Heißt das, dass die junge Liebe schon gestört ist irgendwie ein bisschen? Ja, so ein bisschen. Denjenigen, den ich jetzt habe, der klammert ganz schön viel. Also es gibt gewisse Sachen, die er nicht so gerne sieht, die ich mache. Und ja, und also vielleicht ist es ein bisschen gestört. Ist natürlich schwierig. Wo ist das Ei und wo ist das Huhn? Was kam zuerst? Es kann natürlich auch sein, dass wenn man sich nicht so ganz auf einen Partner konzentriert, dass es da dann auch eher zu Irritationen kommt. Könnte ja vielleicht auch sein. Könnte sein, ja. Generell finde ich, dass man in einem solchen Punkt schon gegen sich angehen sollte und dass man sich da nicht so gehen lassen sollte. Weil wenn du diese Parallelwelt weiter aufbaust, garantiere ich dir, dass das negative Auswirkungen auf dein Verhältnis zu deinem Freund hat. Ich bin ganz sicher. Naja, aber das Problem ist, ich habe das in einer anderen Beziehung ja auch hingekriegt. Der andere hat davon nichts mitgekriegt. Ja gut, du bist auch fremdgegangen. Ja gut, ich konnte es ganz gut verbergen. Also ja gut, das ist ja nun nicht die Lösung, das optimal verbergen zu können. Die Lösung ist ja, stimmig zu leben, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Und das ist kein stimmiges Leben, was du da machst oder was du schon eine ganze Weile machst. Ja, vielleicht sollte ich das sein lassen, nur die Frage ist, ob ich es kann. Also die Frage ist natürlich, ich finde immer, dass man sich für was entscheiden sollte. Entweder entscheide ich mich erstmal, zumindest wenn ich mich neu verliebt habe in einen Menschen, entscheide ich mich für den und konzentriere mich voll auf den. Oder ich lasse die Finger weg von einer Beziehung und führe halt irgendwie ein bizarres, schräges Cyber- oder Halb-Cyber-Sex-Leben. Okay, dann wäre mir die Beziehung natürlich lieber, weil das, was im Internet ist, ist ja nicht von Dauer. Finde ich auch. Und ich glaube, wenn man nicht frühzeitig Einhalt gebietet, besteht wirklich die Gefahr, dass man da süchtig nach wird. Ich glaube, dass es sowas gibt. Und davon wegzukommen, ist genauso schwer wie von anderen Süchten. Und es hat auf jeden Fall eine Auswirkung auf eine Beziehung. Also gefährdet man eine Beziehung.
Ja. Eigentlich nur, das wiederum heißt, dass du dagegen angehen müsstest, dass du dir es einfach verbietest und diszipliniert sein müsstest, zu sagen, nee, komm, heute gehe ich nicht in den Chat. Also die Beziehung, die neue Beziehung bedeutet mir auf jeden Fall was. Ja, dann tu was dafür. Dann tu was. Ich versuch's. Ne? Lass dich nicht bedienen von allen Seiten. Mach ich. Susanne, in diesem Sinne, tschüss. Alles klar, ciao. Tschüss. Marcel, 24 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Ja. Ich habe eine Frage. Ich bin spielsüchtig und habe eine Freundin, die davon nichts weiß. Ja. Wie lange bist du schon spielsüchtig? Seit ungefähr 2-3 Jahren. Ja. Und wie lange bist du mit der Freundin zusammen? Ja, 1,5 Jahre. Ja. Was spielst du denn? In der Spielhalle. In der Spielhalle, an den Automaten? Ja, genau. Mhm. Wie viel Kohle geht da drauf im Monat? 1.000 Euro. 1.000 Euro. 1.000 Euro. Ja. Wie finanzierst du es? Ja, ich arbeite im Sicherheitsdienst. Mhm. Und da kommt so genügend Geld zusammen, dass du dir das leisten kannst? Oder machst du auch Schulden? Nee, Schulden eigentlich weniger. Ja. Aber du hängst dann viel ab in den Spielsalons? Ja, genau. Mhm. Hat sie das noch nie mitgekriegt? Ja. So ein bisschen? Wir wohnen in der Nähe von der Spielhalle. Da habe ich auch früher schon gearbeitet. Ach so, dann kann man das gut miteinander vermischen, dann fällt das gar nicht so auf. Ja, genau. Mhm. Wie oft machst du das denn? Wirklich jeden Tag? Ja, jeden Tag, wenn ich von der Arbeit komme, weil ich habe ja meistens Nachtschicht. Ja. Dann sind es wie viele Stunden noch, die du da verbringst ungefähr? Ja, so 5-6 Stunden. Doch, so lange? Ja. Mhm. Ist ja schon sehr bedenklich, ne? Wenn das so viele Jahre geht, 2-3 Jahre, sagst du? Ja. Mhm. Da wundert es mich jetzt wiederum schon fast, dass da nicht noch mehr Geld drauf geht im Monat als nur 1.000 Euro. Nee, also ich muss ja auch irgendwie noch leben und also ein bisschen zurückhalten tue ich schon. Aber so 1.000 Euro gehen schon drauf. Was natürlich eine Stange Geld ist. Ja. Und so dicke verdient man auch nicht im Sicherheitsdienst. Nein. Was würde sie denn sagen, wenn sie das mitbekäme? Ja, ich glaube, sie würde Schluss machen. Mhm. Aber dennoch muss ihr das doch auch auffallen, dass du so viele Stunden weg bist. Nee, sie ist ja tagsüber arbeiten und ich arbeite nachts. Ach so, dann beschneidet sich das so und dann kannst du das besser kaschieren. Ja, genau. Mhm. Hast du denn selbst mal was unternommen dagegen, davon loszukommen? Nee. Warum nicht? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Willst du denn davon loskommen? Ja. Mhm. Ja, dann musst du natürlich erstmal deinen Hintern hochkriegen. Ne? Ja, sicher. Du würdest aber schon sagen, das ist bei dir auch eine richtige Spielsucht. Du kannst gar nicht mehr anders. Nee, ich gehe ja direkt von der Arbeit daher, weil da ist ja auf meinem Heimweg und da gehe ich automatisch rein. Mhm. Und die Beziehung zu deiner Freundin, wie würdest du sie beschreiben? Ist das für dich eine sehr wichtige Sache und liebst du sie sehr? Ja, doch, klar, das ist schon so. Mhm. Das heißt, wenn es rauskäme, wie du es gerade gesagt hast, läufst du große Gefahr, dass du die Beziehung gefährdest. Ja, genau. Mhm. So, das sind jetzt die Voraussetzungen. Jetzt haben wir die Voraussetzungen hier. Du sagst, ich bin spielsüchtig. Ja. Finde ich auch, so wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Du sagst, ich habe eine tolle Frau, die liebe ich sehr und ich möchte die behalten. Das stimmt. Und du sagst auch, eigentlich wäre es gut, wenn ich das sein lassen könnte. Ja. Ne? So, das sind so die Grundaussagen gewesen. Ja. Ja. So, jetzt bist du am Zug, Marcel. Jetzt musst du etwas unternehmen. Ja, das stimmt schon, aber weiß ich nicht. Also ich möchte da eigentlich ja nicht jeden Tag reingehen, aber weiß ich nicht, wenn ich da dahergehe auf dem Heimweg, dann gehe ich da automatisch rein. Gut, das ist mir völlig klar bei Süchtigen. Ja. Aber dagegen soll ja jetzt etwas unternommen werden. Ja. Das heißt, du musst etwas unternehmen. Das kann dir keiner von außen abnehmen. Ja. Du musst in eine Therapie, du musst zu den anonymen Spielsüchtigen und es gibt ja eine ganze Menge Anlaufstellen, wohin man sich in deinem Fall wenden kann. Ja, das stimmt. So, das kannst du ja auch erstmal parallel heimlich machen. Ja. Du musst es deiner Freundin ja gar nicht sagen. Wenn du die ersten Schritte jetzt einleitest zur Selbsthilfe, kannst du das ja erstmal praktizieren. Und vielleicht kannst du es ja hinterher sagen, sogar ganz stolz, und kannst sagen, pass auf, ich habe so tief in der Gosse gehangen, letztendlich, seelisch. Ja. Ich habe es geschafft. Ja. Aber da musst du was tun. Das fällt dir nicht vom Himmel und es fliegt dir nicht zu. Das stimmt. Also es gibt die anonymen Spielsüchtigen. Hast du das schon mal gehört? Ja, das habe ich schon mal gehört, ja. So, finde ich eine gute Sache, ist wie die anonymen Alkoholiker. Fände ich für dich in deinem Fall eine gute erste Anlaufstelle. Das heißt, da sind Gleichgesinnte, das ist ganz geheim,
Da quatscht keiner, da geht man hin und da dringt nichts nach außen. Und von da aus kannst du dann auch weiter vielleicht Informationen über Therapeuten oder weiß ich was alles bekommen. Aha. So, und jetzt redest du gleich noch ein paar Worte mit meinem Psychologen und der kann dir eine Adresse geben, eine Telefonnummer, wohin du dich wendest, okay? Alles klar. In diesem Sinne. Okay, danke. Und tschüss. Tschüss. Sören, 19 Jahre alt. Hallo Sören. Hallo Domian. Auch zu unserem Thema die größte Lüge zwischen mir und meinem Partner. Das geht nicht um meinen Partner, ich bin immer ein Single. Ja? Es geht um meine Mutter und ihren Freund. Ah. Weil meine Mutter und ich lügen ihn die ganze Zeit an, weil ich habe Bewährung. Aha. Und ich baue seit meinem 14. Lebensjahr nur noch Scheiße. Auf Deutsch gesagt. Und ja, jetzt habe ich Angst, dass ich sag schon, dass jetzt alles rauskommt, weil ich jetzt wahrscheinlich 1 Jahr und 8 Monate in den Knast muss. Warum musst du in den Knast? Weil ich meine Bewährung natürlich nicht aufhalten kann, weil ich Körperverletzung begangen habe. Mhm. Was hast du vorher alles gemacht auf dem Carport? Nur so ein paar Stichworte? Drogen, Waffen und ja, Körperverletzung. Körperverletzung klingt immer so sachlich, so was steckt dahinter? Was hast du gemacht? Also sag schon, Finger gebrochen oder mein Nasenbein gebrochen. Anderen Leuten? Anderen Leuten, ja. Mhm. In welchen Situationen? Das war früher, ich war mit 14, bin ich in so eine blöde Gang reingekommen. Mhm. Das war natürlich saumäßig blöd. Mhm. Und da war ich auch 2 Jahre drin. Und dann hat meine Mutter mich irgendwann rausgerissen. Mhm. Vorher war ich noch schon etwas mit Drogen gehabt und alkoholsüchtig war ich. Ja. Und ja, dann hat meine Mutter mich rausgerissen, dann sind wir weggezogen erstmal. Ja. 2 Jahre runter nach Süddeutschland. Ja. Weil in Flensburg hatte ich nur noch Stress. Ich wurde mit Waffen bedroht und alles Mögliche. Ja, und dann sind wir wieder hergezogen. Dann hat meine Mutter ihren Freund kennengelernt. Mhm. Der kommt aus Schweden. Mhm. Und ja, seitdem verheimlichen wir das. Alles? Alles. Der weiß gar nichts von der ganzen Vorgeschichte. Der weiß gar nicht. Mhm. Also und ich habe Angst, weil sie sind jetzt verlobt und die wollen wahrscheinlich bald heiraten. Mhm. Und seit April ist auch meine kleine Schwester da. Ja. Und da habe ich schon ziemlich Angst, dass jetzt alles in die Brüche geht. Wenn es aufliegt. Dadurch, dass du in den Knast musst. Genau. Mhm. Was meint deine Mutter denn, wie es jetzt weitergehen soll? Also sie weiß auch nicht, wie es jetzt weitergehen soll, weil das kann man ja nicht mehr verheimlichen, das. Ja. Weil wenn ich schreibe oder so, dann kommen ja die Briefe da an. Mhm. Und dann sieht das ja dann Vollzugsanstalt. Aber dann müsst ihr ja wirklich auch sehr viel gelogen haben, ne? Mhm. Sehr viel. Sehr viel. Kommst du mit dem Typ gut klar? Ich komme mit ihm sehr gut klar. Also umso trauriger eigentlich, ne? Mhm. Wie wäre es denn, du kennst ihn ja auch schon ganz gut, nun, ja. kann man sagen, du kannst ihn einschätzen. So gut 3 Jahre, ja. Eben. Also ich würde denken, er wird abhauen. Ja, was wollte ich gerade fragen, wirklich? Ja, weil er wurde mit sowas noch nie konfrontiert. Mhm. Er hat selber 2 Kinder, die sind 35 und 38. Und ja, der wird 60 nächstes Jahr. Mhm. Und ja, der wurde noch nie damit sowas, der hat noch nie mit sowas zu tun gehabt. Mhm. Mit solchen Leuten auch. Mhm. Und davon habe ich echt Schiss. Das ist natürlich auch schlimm für deine Mutter. Ja. Weil er würde ihr natürlich auch vorwerfen, hier, wieso hast du mich belogen, ne? Das stimmt. Also es geht nicht nur um dich, sondern es geht auch um deine Mama. Ja, weil ich habe früher auch die ganzen Partner von meiner Mutter verkrault, mhm. weil ich bis auf nach Hause kam oder mal Drogen, sag ich schon, genommen habe, kam nach Hause. Ja. Die waren gerade da zu Hause besuchen und so und dann sind die gleich abgehauen. Wie stehst du denn jetzt, 19 Jahre bist du, wie stehst du denn jetzt so zu deinen ganzen Schandtaten, die du hinter dir hast? Also ich bereue es. Mhm. Also ich nehme keinen Alkohol mehr, ich nehme keine Drogen, das Einzige, was ich noch mache, ist Rauchen. Ja. Also Alkohol gar nicht mehr, Drogen auch nicht. Das heißt, du gehst ja schon in deine Knastzeit mit dem Gefühl der großen Reue und auch mit dem Vorhaben, danach soll alles anders werden. Genau. Ja, ja, ich habe früher auch Schule nicht gemacht und alles. Der Mann ist 60 Jahre alt schon. Fast, nächstes Jahr. Mhm. Meine Mutter ist 35. Ja, da sollte man ja eigentlich glauben, dass es ein Mann ist mit sehr viel Lebenserfahrung. Das ist er, ja. Ja, aber... Mhm. Aber dennoch, sagst du, ist er noch nie konfrontiert worden mit so einer Welt. Noch gar nicht. Mhm. Ja. Deine Mutter hat es verheimlicht aus Scham und aus Angst? Vor Angst, dass er abhaut. Von Anfang an? Weil die beiden lieben sich wirklich. Mhm. Und da habe ich auch manchmal richtig Schiss. Weil ich bin auch nicht so oft bei dem, falls ich mal was ausblabber oder so. Weißt du, Jürgen, ich habe ja immer so ein Glauben, wenn man sagt, die lieben sich wirklich. Mhm. Dass man, wenn man jemanden wirklich liebt, dass man jemanden auch so etwas verzeiht. Ja. Weil es ist ja letztendlich in der guten Absicht passiert. Mhm. Deine Mutter wollte ja die Beziehung schützen und sie wollte auch dich schützen. Ja. So, und du hast auch noch ein gutes Verhältnis zu ihm. Ja, ein sehr gutes. Schlimm wäre ja, wenn du jetzt auch noch viel Scheiße bei ihm gebaut hättest. Sodass ich da fast dazu neige.
ich neige dazu, ich kenne ihn ja nicht wirklich. Vielleicht jetzt nach so langer Zeit doch dieses ganze Lügengebäude auffliegen zu lassen. Das will meine Mutter aber nicht. Das will sie absolut nicht. Das heißt, du bist jetzt quasi auch noch, du bist im Schlepptau deiner Mutter, was die Lüge anbelangt. Selbst wenn du entscheiden würdest, ich möchte es sagen. Also wir haben beide gleichzeitig gesagt, wo wir ihn kennengelernt haben, dass wir nichts sagen davon. Na gut, das ist 3 Jahre her. Nun haben sich die Zeiten verändert. Ja. Und irgendwann kann man ja auch eine Meinung ändern. Ja, aber ich hab meine Meinung geändert, aber meine Mutter will es nicht. Ach so, das heißt, du wärst schon bereit dazu, das zu machen. Ich wär's bereit dazu, ihm zu sagen. Weil es fliegt ja sowieso bald alles auf, finde ich. Hast du denn mit der Mutter schon richtig diskutiert darüber? Im Moment nicht. Ja. Meinst du, es hätte eine Chance, mit ihr zu diskutieren? Nee. Gar nicht. So, aber sie muss doch irgendeine Idee haben. Wie soll es denn dann jetzt weitergehen, wenn du im Knast bist? Das wissen wir selber noch nicht, weil 1 Jahr und 8 Monate ist eine lange Zeit. Und da müssen wir gucken, wie wir es machen. Weißt du, das Schlimme ist, Sören, ich weiß nicht, ob das Argument deine Mutter überzeugt. Das Schlimme ist ja, wenn er es dann irgendwie rauskriegt, dann ist er wirklich enttäuscht und sickig und sauer und geht vielleicht wirklich und zu Recht auch. Wenn man aber jetzt in allerletzter Sekunde die Notbremse zieht und wenn es ein netter Mann ist und ihm das alles erklärt, was der Hintergrund ist, würde ich fast noch sagen, sind die Chancen viel höher, dass er sagt, okay, ist schlimm, aber das stehen wir jetzt gemeinsam durch. Ja. Aber eigentlich müsste ich mit deiner Mutter reden, nicht mit dir, weil sie müsste ich ja überzeugen. Also meine Mutter ruft sowas nicht an. Nee, ist mir klar, aber vielleicht ist das nochmal ein Argument für dich auch, was du ihr vorlegen kannst. Wenn er es denn rauskommt, dann bricht alles zusammen. Ja, das hat meine Mutter auch schon mal gesagt, aber sie sagt, lass uns lieber weiter so reden, dass du eine blütenweiße Weste hast angeblich. Ja, ich finde es nicht richtig. Ich finde es wirklich nicht richtig. Ihr müsst ja jetzt eine kolossale Lüge euch ausdenken, dass du im Ausland bist oder irgend so ein Quatsch. Ja, sie will sagen, ich bin wieder runter nach Trier gezogen, wo ich früher gewohnt habe, 2 Jahre. Und das finde ich eigentlich auch nicht richtig. Nee, ich finde die Lösung auch nicht gut zu hören. Ich finde es nicht gut. Und ich finde es auch wirklich schade, dass du da mit reingezogen wirst, obwohl du es gar nicht willst. Ja, von Anfang an wollte ich es, aber jetzt nicht mehr. Ja. Ich kann nur sagen, versuch's nochmal. Mit deiner Mutter zu reden. Und leg ihr dieses Argument nochmal hin, wenn es dann rauskommt. Ja. Oder sag ihr, sie soll den Dom ja mal anrufen. Das macht sie nicht. Das macht sie, glaube ich, nicht. So, jetzt will ich noch ein Wort zu dir wissen. Du gehst für diese Zeit, die du gerade genannt hast, in den Knast. Ja. Wie sind deine Pläne für danach? Du bist ja dann immer noch sehr jung, wenn du rauskommst. Also erstmal habe ich vor, meinen Hauptschulabschluss wahrscheinlich mit Jugendknast nachzuholen. Den Hauptschulabschluss? Genau. Ja. Gibt es so Träume, Pläne, jobmäßig, was du gerne machen würdest? Erzieher. Erzieher, ah, ja. Das ist nämlich mein Problem, wenn ich das in meinen Führungszeugnis stehen habe, dann habe ich das Problem, ich kann kein Erzieher werden. Kannst du nicht? Nee. Wie dumm eigentlich. Ja. Wahrscheinlich jemand, der so viel hinter sich hat wie du. Weil ich habe jetzt auch schon als Streetworker auch schon gearbeitet hier in Flensburg. Und ja, es hat auch Spaß gemacht und alles mit Jugendlichen zu arbeiten. Ich habe selber im Heim gelebt. Ja. Auch und dann... Ja. Ja, aber vielleicht gibt es irgendwie einen anderen Beruf in dieser Richtung zumindest. Gibt gar nicht. Nee. Aber du könntest ja Abitur nachmachen und Sozialpädagogik studieren zum Beispiel. Also sowas kann ich alles machen, ja. Ja. Also irgendwo diese Richtung muss es doch so mit Teufel zugehen, wenn du da nicht irgendwie unterkennst. Aber finde ich eine gute Richtung. Und vor allen Dingen hast du viel Erfahrung, die du einbringen kannst. Ja, sehr viel Erfahrung. Und du bist verdammt glaubwürdig, wenn du später mit Leuten zu tun hast, die so drauf sind, wie du mal drauf warst. Die nehmen dich viel ernster, als wenn irgendjemand von der Uni kommt, der noch nie sowas erlebt hat. Ich habe früher auch den Jugendlichen erzählt bei uns im Heim, was ich alles angestellt habe, das hat sich schon ganz schön erschreckt. Ja. So, Sören, zur einen Sache haben wir alles gesagt. Ich wünsche dir, dass du diese Knastzeit gut über die Zeit kriegst, dass du deinen Hauptschulabschluss machst und irgendwie in die Richtung kommst, die du gerne machen möchtest. Okay. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Robert, 26 Jahre alt. Hallo. Robert ist weg. Dann geht es jetzt weiter mit dem Markus. Markus ist 21 Jahre alt. 21, genau. Ja, ich bin ein bisschen nervös. Naja, das kriegen wir schon hin. Markus, 21 Jahre alt, zu unserem Thema die größte Lüge zwischen mir und meinem Partner. Genau, und zwar geht es darum, dass ich meinen Freund anlüge. Mein Freund hat gewisse Neigungen, also so, man nennt das auch Fetisch. Also ihr seid schwul. Wir sind, ja, natürlich. Ja. Zusammen sind wir schwul, ja.
Und ich habe ihm halt gesagt, dass ich die Neigung mit ihm teile, weil er irgendwann mal geäußert hat, dass wenn es nicht so wäre, dass es auch ein Trennungsgrund für ihn wäre. Erstmal noch vorab gefragt, wie lange seid ihr zusammen schon? Wir sind jetzt 9 Monate lang zusammen. Ja, und was ist das für ein Fetisch? Also er mag es, es klingt vielleicht ein bisschen lustig für welche, die es nicht kennen. Mhm. Er mag es halt, wenn ich beim Sex weiße Tennissocken und Buffalos trage. Ja, und haben wir hier schon oft gehört. Echt? Ja, ja. Mir war das neu. Ja, weiße Tennissocken und Turnschuhe. Ja, Buffalos. Bei mir, also er mag halt Buffalos, ne? Buffalos. Vorwiegend schwarz. Und ich finde es halt mega unbequem. Ja, kann ich verstehen. Wäre mir auch unbequem. Das heißt aber, seit 9 Monaten liegst du armer Kerl mit Buffalos und weißen Socken im Bett, wenn ihr Sex habt. Nein, er hat ja nicht sofort damit rausgerückt. Also ich hab's halt erst so festgestellt, dass er mich immer wieder, weil ich überhaupt gar keine Buffalos vorher getragen habe. Ja. Er wollte mich aber immer wieder darin sehen und wurde dann irgendwie geil. Ja, ja. Und da hat man natürlich dann auch hinterfragt und ich habe mir erstmal nichts anmerken lassen. Mhm. Hab dann irgendwie gesagt, ja, noch nie ausprobiert. Ich muss dazu sagen, ich war vor ihm auch noch nie mit einem Mann zusammen. Ich war nur mit Frauen zusammen. Ja. Und ich bin da auch sehr neugierig gewesen. Mhm. Hab dann aber hinterfragt, was wäre denn irgendwie, wenn du mich jetzt nicht getroffen hättest, der das auch mag. Weil ich habe erstmal gesagt, dass ich es auch mag, damit er einfach mal zufrieden ist. Ja. Und da hat er halt gesagt, dass es auf Dauer für ihn halt ein Trennungsgrund wäre. Und ich bin halt sehr verliebt. Also wir sind uns sehr, sehr ähnlich. Wir ergänzen uns gut und ich fände es halt schade irgendwie und habe halt Angst, wenn ich irgendwann sage. Aber mittlerweile ist es so, dass du die Dinge immer anziehst? Nein, nicht immer. Also es kommt auch schon mal vor, dass ich nicht muss, aber. Ja, aber du merkst schon, das ist sein Schönstes und er geht ab wie eine Rakete, wenn du die Sachen anhast. Ja, ich habe ihn auch schon vor der Internetkamera erwischt irgendwie, wenn ich mal arbeiten war und früher nach Hause kam. Das macht er. Das macht er auch. Trotz frischer Verliebtheit. Ja, also solange es so ist, ist es noch in Ordnung. Aber ist dir egal? Ne, egal ist es nicht. Ich war schon enttäuscht, aber. Also wir müssen dann erklären, vor der Internetkamera heißt, dass er dann vor seiner kleinen Webcam sitzt und jemand anders auch. Und die haben dann das Meetingfenster auf und zeigen sich da gegenseitig ihre weißen Tennissocken und ihre schwarzen Buffalos. Ja. Und es gibt ja gewisse Chats auch für Schwule und ich wundere mich immer wieder, wie viele Leute das teilen, weil der Chatraum nämlich immer voll ist. Mhm. Sehr zu ärgern von Timo, so heißt mein Freund, weil er oft nicht mehr reinkommt, weil er überfüllt ist. Also mir ist das immer ein Rätsel, wenn jemand so eine Aussage machen kann. Das wäre für mich. Hallo? Hallo? Oh, jetzt ist unser gesamter, jetzt sehe ich es gerade, das ist natürlich wunderbar. Unser gesamter Computer weggebrochen. Es knallte gerade und alle meine Namen, die hier stehen, sind weg. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir. Wir machen Musik und warten mal ein bisschen ab. Aus der Regie, dass die Kollegen irgendwas gestrickt haben. Es ist noch nicht optimal. Wir haben hier so eine Notanlage für den Fall, dass der ganze Computer abschmiert. Der Computer ist abgeschmiert.
Und über diese kleine Notanlage funktioniert es manchmal. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich funktioniert hat. Es soll jetzt ein Andreas in der Leitung sein, stimmt das? Ja, ganz genau. Hey, das hat ja gut geklappt. Andreas, wie alt bist du? Ich bin 23. Ja. Und zwar, ich müsste etwas weiter ausholen. Und zwar meine Freundin, die ist 18 Jahre alt, ist gerade schwanger von mir im zweiten Monat. Mhm. Und ich bin vor kurzem in Holland gewesen und ich leide unter Antriebslosigkeit. So. Ja. Das klingt komisch, wie du das erzählt. Ich war vor kurzem mal in Holland. Meine ich bin Freundin, einfach so aufgeregt, sorry. meine Freundin ist schwanger und ich leide unter Antriebslosigkeit. Oh, okay, ja. Aber nun wissen wir so ein bisschen Bescheid über dich schon mal. Ja, und meine Freundin, das ist halt so, die ist gerade schwanger und ich habe das Problem, ich kann keinen Job halten und nichts. Und ich habe einen momentierischen Schiss, dass sie halt abtreiben lässt, weil sie zu mir meinte, so von wegen, ja, ich will mein Kind was bieten und keine Ahnung. Was hatte das gerade jetzt mit damit zu tun, dass du in Holland warst? Warum hast du das gesagt? Ja, ich war halt in Holland, weil wir waren da getrennt. Und wir waren vorher 2 Jahre zusammen. Ja. Und ich habe da schon mal gesagt, so von wegen, dass ich einen Job gehabt hätte, hatte aber keinen Job. Und das ist irgendwann aufgeflogen und dann hat sie mich halt verlassen. Und jetzt war ich in Holland, wir haben uns 9 Monate nicht gesehen. Ja. Wir haben uns dann wieder getroffen und uns direkt wieder ineinander verliebt, obwohl wir eigentlich vorhatten, uns zu vergessen und keine Ahnung. Und was hast du in Holland gemacht? Ich habe als Matrose auf dem Schiff gearbeitet. Ach so. Ja, aber wie gesagt, bei mir hält sowas halt nicht lange so. Ich bleib meistens 3 Wochen oder was im Job drin und ist wieder alles vorbei irgendwie. Ja, und du hast jetzt Angst, dass die Freundin wegen deiner Trägheit, weil sie Angst hat, das läuft so mit dem nicht richtig, dass sie abtreibt. Ja, ganz genau. Mhm. Und das ist halt das Problem, weil ich will das Kind schon gerne haben, so, aber ich will dem Kind halt auch was bieten können. Aber ich habe halt Angst, dass ich meinen Arsch nicht hochkriege. Ja, was macht man denn dagegen? Ja, ich weiß nicht. Ich habe schon mehrere Therapien irgendwie angefangen, aber jedes Mal abgebrochen, weil ich mir da nicht wirklich sicher vorkam. Ich habe mir ja nicht wirklich, ich hatte nicht das Gefühl, dass mir das wirklich hilft. Mhm. 23 Jahre? Hast du irgendwann vorher, hast du schon mal, oder fragen wir so erstmal, hast du einen Schulabschluss? Ja, ich habe einen Hauptschulabschluss. Hast du eine Lehre gemacht? Leider nicht, ne? Leider nicht. Mhm. Und hast dich immer so durchgeschlängelt bisher? Ja, ganz irgendwie so ein bisschen mal und dann wieder abgehangen und so weiter. Ja, genau. So richtig, wirklich richtig träge. Ja, jetzt gerade bei den ganzen vielen Zahlen habe ich nicht auf die Reihe bekommen. Wie lange bist du jetzt mit deiner Freundin? Ziehen wir mal die Trennungszeit ab. Wie lange seid ihr zusammen? Ja, bestimmt 3,5 Jahre. Ah ja, also das heißt, mit den ganzen Trennungen jetzt halt. Ja, ne? Das heißt, die kennt dich schon ganz gut. Die weiß, wie du funktionierst und wie du tickst. Ja, eigentlich schon. Aber ich glaube nicht, dass sie so wirklich den Durchblick hat. Also ich glaube nicht, dass sie wirklich weiß, dass ich da ein richtiges Problem mit habe. Mhm. Ja gut, aber die kriegt ja mit, dass du so nicht doll was auf die Reihe gekriegt hast bisher. Ja, ja. Hat sie das denn angedroht schon, das zu tun? Sie sagte zu mir so von wegen, wenn du das nicht auf die Reihe kriegst und keine Ahnung, dann lasse ich abtreiben, das ist für mich kein Problem. Und ich meine, sie fragt mich halt auch ständig, sie sagt dann halt auch so, du willst das Kind gar nicht, ne? Also ich glaube nicht, dass du das Kind willst, aber... Ja, du willst es. Ich will es auf hundertprozentig. Jeden Fall. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Liebst auch deine Freundin? Auf jeden Fall. Ja. So, Andreas, wenn du es bisher nicht geschafft hast, dann ist das ja wohl Anlass genug, nämlich, dass du Papa wirst, dass du jetzt deinen Arsch hochkriegst. Ja, das denke ich mir auch, aber das ist alles so schwierig. Keine Jammerei. Ich habe im Moment noch nicht mal eine Wohnung und keine Ahnung. Ich lebe echt im Moment bei einem Freund. So und gut, dann musst du ja unten anfangen. Hör auf zu jammern. Ich glaube, du hast schon zu viel gejammert. Ja, das stimmt. Es gibt so viele Leute, denen es wirklich so scheiße schlecht geht und die es schaffen und die nicht jammern dabei. Und das schaffst du auch. Und du hast jetzt ein richtiges Ziel vor Augen. Nämlich du hast deine kleine Familie, die da entsteht und du wirst Verantwortung tragen. Und du willst dem Kind was bieten, hast du gesagt. Ja. So, und dann muss es mit dem Teufel zugehen, wenn du als 23, wie alt bist du, 23-jähriger Kerl, der gesund ist, gehe ich mal von aus, ja, der einen Hauptschulabschluss hat, wenn der es nicht schaffen würde, sich eine Existenz aufzubauen. Das würde ich nicht glauben. Es liegt nur an dir. Es liegt wirklich an dir, Andreas, dass du dich am Riemen reißt.
ich frage mich nur, woran das liegt. Ich verstehe das Ganze nicht, weil ich ist ja nicht so, als wenn ich es nicht versuche. Ne? Dann habe ich wirklich einen Job und keine Ahnung, freue mich dann auch tierisch und es klappt dann auch einigermaßen. Ja. Und das geht dann echt 2-3 Wochen gut und dann ist alles wieder vorbei. Dann komme ich wieder mit meinem Arsch nicht aus dem Bett oder sonst noch was. Ja. Und ich weiß mir echt manchmal nicht zu helfen. Ne? Ich habe echt oft, ich liege nachts oft wach und habe die Tränen in den Augen, weil ich echt Angst habe, meine Freundin zu verlieren. Vielleicht, Andreas, weil es bisher auch immer irgendwie so geklappt hat. Und dann, du bist ein fauler Typ, offensichtlich, ne? Ja. Es hat irgendwie immer so gegangen und dann wird man, wenn man einmal so in diesem Muster drin ist, in dieser Tretart drin ist, dann macht man immer so weiter und dann wird es immer schlimmer. Ist doch auch völlig klar. Deswegen finde ich das so ein gutes Signal oder so eine gute Chance jetzt mit der Schwangerschaft, weil es jetzt wirklich um was geht, dass du einen neuen Weg einschlägst. Und du das eben für das Kind tust und für eure Beziehung, für deine Zukunft und so weiter. Ja, wie gesagt, die Person, die ist mir auch super wichtig und ich will die echt nicht verlieren durch sowas. Und wahrscheinlich würde deine Freundin auch das sofort mitkriegen, wenn die merkt, dass du das ernst meinst. Was wäre denn für dich so eine Perspektive, wo du sagst, ja, das würde ich ganz gerne machen, das könnte ich mir vorstellen. Also im Grunde genommen, da ich im Moment nicht allzu viele Chancen habe, weil ich halt auch schon so lange arbeitslos war und keine Ahnung, nimmt mich bestimmt auch nicht mehr jeder. Und mir würde es echt reichen, wenn ich irgendwie bei einer Leihfirma oder was arbeiten könnte, wo ich dann halt mein geregeltes Einkommen kriege. Das wird mir vollkommen reichen. Wie ist das mit dem Wohnen? Gibt es da Pläne, dass du mit der Freundin zusammenziehst, wenn das Kind... Das dann auf jeden Fall, weil die Eltern, die sind halt auch nicht gut auf mich zu sprechen und keine Ahnung. Mhm. Und es geht sich dann halt darum, ich muss dann wirklich eine große Wohnung haben. Und ich meine, die Frau, das ist auch eine Frau, die hat auch ja, so ein paar Ansprüche und so. Ne? Ja. Muss dann halt eine Einbauküche haben und ja, keine gut, Ahnung. Na gut, muss ja nicht alles auf einmal sein. Eins an dem anderen. Ja, denke ich mir auch. Ja. Vielleicht wird sie das auch runterfahren, wenn sie merkt, dass du es ernst meinst und dass du was tust. Ja. So, lange Rede, kurzer Sinn. Setz dich auf deinen Hosenboden und du bist der eigene Herr deiner selbst und du wirst es schaffen, wenn du es wirklich willst. Aber du musst es wirklich wollen, Andreas. Du hast das Ziel vor Augen, deine Familie und dein Kind. Dafür musst du es tun. Und hör auf zu jammern. Alles klar. Ja, alles klar. Ich hoffe auch. Alles Gute und toi, toi, toi. Ich bedanke mich, du mir. Tschüss. Ciao. So, dann haben wir es ja trotz unserer Panne geschafft. Der PC ist immer noch im Eimer. Ich sehe es hier. Es ist nichts zu lesen. Aber die Sendung ist rum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören. In der Technik war Uwe Petersen. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr WDR Fernsehen mit einer freien Themennacht, wo ihr anrufen könnt zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet und da könnt ihr schon anrufen. Ich wünsche eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage Tschüss, bis morgen.